Tagesgeschichte vollständig. Yay! Schau mal, Stuhl. Cool, Harvey, guter. Cool, Harvey, guter Fake. Jetzt ist irgendein Stuhl in der Ecke. Ich hab's im Kopf, wo es ist, aber ich weiß nicht, auf welchem Stockwerk. War es im ersten Stockwerk? Auf, hol ihn auf! Wir haben ganz kurz Pause gemacht. Zum Store. War das links oder war das rechts? Gott nicht. Harvey was going to shoot Jimmy. It was just a letter opener. It was self-defense. Look. Hey, sie war jung. Es war nicht die Mutti. Dame mit Dolch. Hat er eine Schwester? Is someone there? Schwach. Doch hier. Is someone there? Nee, ist hier. Hier weiter hier hinten. Ich hier. Sie setzt den Lagerraum. Das ist seine Mama. Sie ist verdammt jung. Ich muss in den Lagerraum. Aber sie ist in die andere Richtung gegangen. Ich hinterfrag nichts mehr. Who's there? What's your name? Rose. Wenn sie so jung, also sie wirkt sehr jung auf mich. Wie alt ist Jimmy in der Story? Ist er nicht erwachsen? Ich bin bis eben davon ausgegangen, dass Jimmy erwachsen ist. Ist Jimmy in dieser Storyline von den Geistern eventuell ein Kind oder maximal ein Jugendlicher? Ja, seine Stimme hört sich ziemlich erwachsen an. I saw a lady explaining that the dagger was a letter opener. Who was she? It was me. I had to explain that the dagger was just a letter opener. Wait, wait, wait. F1415 ist Jugendlicher. Yeah. Wait, 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 wait. Sie ist Hotelbesitzerin. Sie ist seine Mutter. Während sie Geister sind, ist er so um die 14, 15. Vielleicht die Geschichte mit Anne ist er vielleicht eventuell vielleicht noch ein bisschen jünger. Ist Harvey sein Vater? Weil wenn sie Hotelbesitzerin ist und er Hotelbesitzer, könnte ja sein, dass das ein Ehepaar ist. Ja. Ey, hätte eigene Vater gar keinen Bock auf seinen Sohn gehabt. Das erklärt auch ein bisschen, dass er die nicht ausgesetzt hat, weil das war ja dann doch auch Familie? Ja, in Amy war er noch jünger. Ja, Amy war das erste Opfer, das war halt mehr so aus Versehen. Dann macht das auch mit dem Alkohol und so mehr Sinn und dass er auch nicht wollte, dass sie sie verpetzt, weil die waren halt verdammt jung. Dann ist er halt eskaliert. Und mit dem Therapeuten, dann ist er auch so, ja, wahrscheinlich auch wieder so um die 14, 15. Hey, was ein verwobenes Ding hier. Es tun sich Hintergründe auf. Ich habe gelesen, was ich machen wollte. Vielleicht den Dolch. Wo ist der Dolch? Rose hat keine Antwort auf den Dolch. Warte mal, muss ich nicht was kombinieren? Hallo? Nichts kombinieren, okay, oh. Okay. Okay, das wirft ein ganz anderes Bild auf die Situation, warum er die nicht raus... Okay, er hätte sie trotzdem rausschmeißen können, wenn es um so auf den Piss geht oder, keine Ahnung, das Kind ins Jugendheim schicken können oder sonst was. Aber es nicht erschießen. Ist ja eh hinein. Dann hat der Junge mit seinen Pi mal Daumen 14 Jahren, 15 lass von mir aus sein, ist mit einem Messer zu einer Schießerei gekommen, hat gewonnen und ist 15. Das sind keine Punkte für Harvey. So gar keine Punkte für Harvey. Zur Rezeption. Ja, von weiter hinten.
Jimmy. Oh. Wir sind uns umarmen. Oder vergiften. Is it Rose? Who are you greeting at the entrance and reception? Sie hat's dir gesagt. Jimmy. He was coming home. The police understood. They believed him. But it changed him. Ach, ein Fehler. He started helping me. Helping run the hotel. And he found a way of bringing in more guests. Das Hugo Poster. Who is Hugo Punch? It was Jimmy's comedy act. When you said Jimmy found a way of bringing in more guests, is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Sie klingt nicht so überzeugend. Das klingt alles nicht so überzeugend. Hat sie wirklich dran geglaubt oder hat sie einfach Angst auch von Jimmy gehabt? Als Stiefvater. Ja. Ich weiß nicht. Meine Mutter scheint halt auch nicht so. Sie hat es uns zwar begrüßt und sie fand es gut, aber sie wirkt halt echt hart seltsam. Sind jetzt auf die Bühne, oder? Is it Rose? Yes, I'm Rose. I saw you announcing Hugo Punch onto the stage. I was enjoying it. We were making money again. Everything seemed to be getting better until Jimmy started behaving oddly. I heard him shouting, staring at himself. Zerbrochenen Spiegel. Den habe ich nicht. Den habe ich noch nicht gefunden. Oder? Nö. Ei. Hugo ist aber halt auch eine Nummer. Jimmy ist auch eine Nummer für sich. Der hat ja eindeutig psychopathische Züge. Und anscheinend auch eine kleine Charakterspaltung nach dem, was passiert ist. Was halt passieren kann im jungen Alter, wenn man einigen Shit durchmacht. Sein Vater wollte ihn, also die Vater wollte ihn mindestens mehrere Mal ermorden. Er hat gesehen, wie ein kleines Mädchen stirbt, weil es getrunken hat. Das ist bestimmt auch nicht so an ihm vorbeigegangen und hat ihn dann halt mitgenommen. Da kam einiges zusammen für den Guten. Dass der hier komplett durchdreht. Die hatte vorher schon gezeigt, dass halt gewisse Züge da sind, aber das, was passiert ist, hat es ja nochmal krass verstärkt. Dass der dann durchdreht. Das ist Umsatz, Jimmy. Er schmeißt den Laden hier rein. Ja, gerade auf jeden Fall. Der ist ja keiner mehr da. Er hat ja alle grün. Thank you.
306, oh, muss ich ja nach ganz hoch. Muss ich nach ganz hoch, genau. Nach ganz oben. Ja, ist schon bewundernswert, dass der den Laden alleine schmeißen kann, weil so ein Hotel, das ist schon groß, dass der das alleine bewirtschaftet. Das ist schon gut ab, das ist nicht ohne. Auch wenn es anscheinend, glaube ich, nicht so gut läuft, wie er am Anfang gezeigt hatte oder gesagt hatte. Oder es tut seiner Situation nicht unbedingt besser. Ach nö, Hugo. Ach nee, oh, ich bin schon ganz sicher. Jimmy! Hugo war der Clown. Wo ist die Putzkraft? Ja, wahrscheinlich hat er... Ich weiß nicht, ob er eine Putzkraft hat. Selbst wenn er eine Putzkraft hat, selbst wenn er für das Hotel 3-4 Putzkräfte hat, ist das echt wenig. Und die sind ja nicht immer da. Die Putzkraft kommt immer dann, je nachdem, wann halt gebraucht wird. Meistens sind sie... Wann sind meistens Abreise in Hotels? Ich weiß es nicht. Bei uns ist halt immer moins. Zwischen 11 und 3 haben wir, wenn wir Fässer an der Apartment sauber machen, Zeit, die ist sauber zu machen. Weil dann halt An- und Abreise ist. Ist er weg? Und dann halt, die eh nicht belegt sind, kann man dann sauber machen, wenn sie gebraucht werden. Die Sterne muss ich drücken. Ja, ein paar Dinger waren ja auch schon ein bisschen dreckig. Ein paar hat man ja noch Blut gesehen. Hier geht auch schon die Tapete ab. Das ist nicht so 100% clean, aber allein, dass das irgendwo noch läuft, ist schon nicht so ohne. Weil diese ganze Organisation macht er ja anscheinend auch alleine. Das ist schon echt viel. Er ist halt noch da gelaufen. Naja, ich weiß nicht, ob das so günstig... Aber ich sag, das Hotel ist halt schon riesig. Da kommt jede Menge Zeug drauf drin vor. Der muss ja für 10 Mann arbeiten, wenn er das alles allein in Schuss halten will. Und dann halt noch keine Küche und sonst was drin. Du musst ja das alles irgendwo halbwegs in Stand halten. Muss die 306. Ist dann hier auf der Seite. Gerade wenn Gäste kommen. Man täuscht sich da schnell, gerade bei so einem Hotel, weil man viele Sachen, die gemacht werden, einfach nicht sieht. So als Kunde. Das Geld ist am falschen Ende gespart. Der arbeitet sich tot dafür, dass er ein paar Kröten spart. Es kann ja auch sein, dass einfach so Zeitarbeitsleute eingestellt hat, die dann halt zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen, das einfach durchwischen und er macht den ganzen Orga-Shit. Was halt auch echt noch viel Arbeit ist, weil ich hatte noch 1-2 Leute für die Küche. Versteckt er sich jetzt oder kommt er rein? Immer ganz toll bei dir kuscheln. Mein Jimmy hat komische Sachen gesagt, da bin ich nicht so Fan von. Kann mich auch mehrmals verhört haben. Will ich nicht abstreiten. War dennoch sehr lustig. So, meine Dame, was haben Sie zu dem Spiegel zu sagen?
Achso, ich muss jetzt noch fragen, ob Rose da ist. Is it Rose? Yes. How did those mirrors get broken? Die hat jemand kaputtgeschlagen, deswegen sind sie kaputt. Jimmy broke them. Ja, guck. Hier, ich bin Hellseher. Stell, ich fange jetzt nichts als Medium an. What you said about Jimmy staring at himself and becoming angry. Is that connected to what you said about the broken mirrors? Breaking the mirrors was just the start. I asked him about it, but he didn't remember doing any of it. Then other strange things started happening. Blüten! Was, der sagt sowas? Nicht, der hat da gesagt, you're that man. Okay, ich habe nur gesagt, ich will nicht leugnen, dass ich mich verhört habe. Seltsame Dinge geschehen, okay. Frage hier links. Du bist 302. Oh lol, wer hat hier so laut gemacht? Dann ist das wahrscheinlich ganz hier hinten. Nö. 307? Fast. Ne, das war die. Da muss das dahin. 4, 3. Oh, Digga, bist du taub? So laut. Muss wahrscheinlich einen Flug gucken. Oh, was ist jetzt passiert? Schon wieder was gedrückt. Ich tippe als aus dem Spiel raus. Weil hier ist ja laut. That's creepy. Is it Rose? Schwach. Ist ein Stückchen näher oder muss ich in die 306? Is it Rose? Das war nicht Rose. Das war nicht Rose. Das war keine Frauenstimme. Habe ich mich erschrocken. Is it Rose? Ist okay, kam das durch das Mikrofon oder ist es Jimmy gewesen? Okay, nee. 304. Oh no, 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 keiner da, keiner da, keiner da, keiner da, keiner da. Ich habe ganz vergessen, dass er in die Tür reinkommt. Ist auch nicht. Es war nicht das Radio. Hast du mich gesehen, wie ich in den Schrank gehe? Nee. Es interessiert ja auch nicht, dass der Schrank auf ist. In einem Spalt. Zack! Was bist du im Bad? Wieso gehst du nicht wie jeder normale Mensch einfach raus? So fies hier. Er hat da eben auch Timing gehabt mit dem Rufen, wie es Dings anging. Weil timingmäßig ja echt gut.
Ich muss ja jetzt erstmal in die 304 und da ist das Dings nutzen. Oder ist das in der Küche? Weil die war ja da. Also ich hab sie gehört, bevor Jimmy dann dazwischen gefunkt hat. Da haben wir es doch. Machen wir gleich. Wir quatschen hier nochmal die Rose an und dann gehen wir in die 301. Können wir machen. Is someone there? I can hear you. Oh ja, it's Rose. Das ist nicht Jimmy. Das ist zu weiblich die Stimme. Yes, I'm Rose. I saw you standing in a corridor full of mannequins. Who put them there? Mit Jimmy wahrscheinlich. Okay, ich muss nichts kombinieren. Dann gehen wir mal für dich in die 301 und gucken ins Bad. Gibt's da was Spannendes? 303? 301. Was ist denn im Bad? Ist da was Spannendes drin, ey? Oh! Da ist ein Loch! Du willst... Da ist ein großes Loch im Boden. Lass mal reinlaufen. Ah. What the fuck? War das Harvey? Was zum Henker passiert hier gerade? Ich meine, das war eindeutig eine Frauenstimme, die geschrien hat und irgendeine Männerstimme, die gebrüllt hat. Das war auch für mich neu, also die Stelle kannte ich gar nicht. War das Harvey und Rose oder war das Rose und ihr? Jimmy, ich war gerade am Reden, der hat mich jetzt. Jimmy ist echt der Vater, okay. Also häusliche Gewalt. Also, ey, Jimmy hat echt keine guten Karten gehabt. Und der ist doch jetzt ins Bad gegangen. Ja, du hast geschlagen, ja. Dann hat sie mit Harvey aber auch keine guten Karten mehr gezogen. Das ist auch scheiße gelaufen für Euros. Schnell weg hier. Und ihn, ja. Wahrscheinlich, ja. Ah, oh, hier tun sich Abgründe auf. Das ist ja echt nicht feierbar. Ey, der hat aber auch keine Chance gehabt. Ich meine, das rechtfertigt nicht das, was er getan hat, aber... Die Rose kann einem schon leid tun. Man muss überhaupt Leute schlagen, das ist furchtbar. Und dann auch noch Kinder und Frauen. Als erwachsener Mann, das macht man nicht. Man schlägt auch so keine Kinder und Frauen. Aber schon gar nicht als erwachsener Mann, das... Hinter die Bühne, vor die Bühne? Weiß nicht. Irgendwas mit Bühne. Nee. In den Gang. Im Gang war Krach. Oder wieder in die Mitte.
just his comedy routine. It's his sense of humor. Oh, I'm sorry if you've been offended. Excuse me. Is it Rose? Beim Schreien um Kind. Das Kind habe ich gar nicht gehört. Kann ich dich dazu befragen? I heard a man shouting at someone, telling them to do as he says. Who was he? Wir haben noch gar nicht den Huhn gefragt. I never knew what he wanted. There was only one thing I could give him. I saw someone on stage, a performer, announcing himself as the great Hugo. Alles eskaliert. I saw you in the ballroom. The audience was booing and you were apologizing. What was happening? It wasn't Jimmy on stage anymore. It was Hugo Punch, his comedy character. Hugo started insulting his audience every night. He seemed to be enjoying it. And one night after the show, a guest told Jimmy what she thought of him. Jimmy lost his temper. He did something stupid. Die Kupferrolle hier, den Draht. Ich kann mir schon denken, was. What was the coil of wire used for? Jimmy used to carry a wire around with him. He liked playing around with electronics. When you said Jimmy lost his temper and did something stupid, is that connected to what you said about the coil of wire? Jimmy said it was a joke. She didn't press charges, but she told the newspapers. Oh, das ist doch keine Zwischenzeit. Ich meine, ich hatte ja schon mal einen Psychologen, aber hat ja anscheinend nicht gebracht. Die hätten. Oh. Dass das so eskalieren musste, das ist ja der Wahnsinn. Leider haben sie herausgefunden. Ist ja gut, ich komme, hör auf zu klingeln. Ist hier das Telefon? Joss hat halt echt schon viel mitgemacht. Okay, da kann ich nicht rein. Bin ich hier vorne? Is it Rose? Yes, I'm Rose. I saw you upset. People were knocking on the door asking questions. Who were they? Dann Hugo Punch tied the woman up. Jimmy couldn't control it anymore. He was depressed. He just wanted to leave everything behind and go. Wie gerade jetzt, da müsste man doch echt mal die Reißleine ziehen und sagen, Digga, so nicht. Müssen wir eventuell was ändern? Du kannst hier nicht die Leute aus dem Hotel einfach gefangen nehmen und sagen, es ist nur ein Scherz. Sind wir jetzt YouTuber geworden? It's a prank, bro. Rose hat halt auch ihr Päckchen zu tragen. Da ist auch irgendwas komplett im Argen. Griff? Brief? Achso, muss ich hier noch was kombinieren? Habe ich ganz verpeilt. Is it Rose? Yeah.
Was er? Was er? Who wrote the note that says goodbye? Jimmy wrote it. When you said Jimmy wanted to leave everything behind and go, is that connected to the goodbye note? Jimmy hated what he'd done. He'd been fighting Hugo Punch all his life. It was inside him, making him do all those bad things. Jimmy didn't want to live anymore. Das ist echt heavy, was hier passiert. Damit habe ich nicht gerechnet. Du sollst den Fahrstuhl jetzt nutzen. Aber das ist halt richtig eskaliert. Ich dachte, es geht mir so um Geister, aber das ist ja wirklich echt eine fiese Story. Am Ende ist Hugo noch da. Jimmy nicht mehr. Er ist auch ein Geist. Aber das funktioniert nicht. Er ist ja als Körper noch da. Ist das so super nett? Guck mal, da ist Hugo. Hallo Jimmy, wir haben gerade von dir gesprochen. Ich dachte, er ist nicht so schnell. Ich war doch noch gerade am Denken, Menno. 302. Jetzt wird gerade böse. Ey, ich merk schon, jetzt muss ich wieder runter. Im Chat im Chat steht, dass du in 223 musst. Ja, aber ich brauche ja erstmal mein Grammophon wieder. Das hat mir Hugo jetzt abgenommen. Der hat mich jetzt erschlagen, direkt aus dem Fahrstuhl. Ich war noch am Denken, weil ich muss das jetzt erstmal alles verarbeiten, was hier gerade so passiert ist. Damit habe ich halt echt absolut nicht gerechnet. Ja, ist ein komplexes Spiel. Also, es ist nicht so nur mit Geistern und sowas. Da ist eine ganze Menge drin. Ich wollte dir halt nichts erzählen, weil dass du es selber dann siehst. Er hat gerechnet, das ist halt so eine 0,50. Da ist ein bekloppter Typ und ein Geister und so. Aber das ist ja echt heavy, was hier passiert. Das muss ich erstmal alles verarbeiten. Das muss ich erstmal verdauen. Der lässt mir aber keine Zeit, das zu verdauen. Nee. Der schlägt mich einfach. Oh Mensch, irgendwo tut er mir jetzt voll leid, aber irgendwo will er mich auch umbringen und hat andere umgebracht. Das ist halt echt nicht geil. Rose tut mir richtig leid, die Arme. Umbringen will er dich nicht, glaube ich. Hey, die sitzt ja komplett in der Scheiße. Der will mich nicht umbringen, er schlägt mich nur ein paar Mal. Das ist schon okay. Der fesselt und tut unaussprechliche Dinge mit mir wahrscheinlich. Und Rose sitzt mitten in der Kacke und kann gar nichts dafür. Und der erste Mann hat sie geschlagen, der zweite Mann scheint jetzt auch kein Sonnenschein zu sein. Und dann hat sie einen Sohn, der halt Jimmy ist. Nee. Muss ich jetzt hin? 223. Muss ich da hin? Ja, du sprichst dich. Ich höre ihn. Ich weiß ja nicht, wo es herkommt. Das geflaggert gerade eben. In Raum rausgehen. Geh in Raum 2 zu 3 und dreh dich um. Ich glaube, wir müssen in den Raum erst reingehen. Ich bin nur. Rein. Ja. Und jetzt umdrehen. Jimmy? Is it Rose? Sag doch, Jimmy ist tot und es ist Hugo, der da durch die Gegend rennt. Okay, wir müssen mit, wo ist er denn? Hugo auf der Bühne. Bühne. Hugo auf der Bühne. Da. Und der Ring. Stimmt, da ist auch noch ein Ring. Den habe ich ganz vergessen. Who did the wedding ring belong to?
When you said things developed with Hugo, is that connected to the wedding ring? Yes. We were married. We were happy at first, before things started to change. Und was ist das Loch? Rassel. Habe ich eine Rassel gefunden? In das Loch? Weiß grad nicht. Eine Rassel. Ich habe, glaube ich, gar keine Rassel gefunden. Nee, die fehlt noch anscheinend. Weißt du, wo ich die Rassel finde? Nein. Ich meine eigentlich auch den Chat. Ich meine Marvin. Weiß Marvin, wo die Rassel ist? Oh, fick dich! Hey, was wartet der auch in der Ecke? Habe ich mich erschrocken? Okay, ich mich auch. Oh, ich hab den ja komplett gerade vergessen. So ein bisschen. Der hat mich erst erschlagen. Der war kurz aus meinem Kopf draußen. Oh, jetzt ist schon wieder gut drin, oder? Ich weiß nicht, wie viel das Wort ist. Guten Morgen, ich bin wach. Irgendwo. Jimmy, keine Ahnung. Ich bin gerade etwas verwirrt. Eigentlich ist Hugo. Jimmy war ja denn die nettere Version. Ins Bad, schnell. Ja, das lässt mich so schnell nicht klicken. Da hat sowas schon gesehen, dass du da rein bist. Ich kann es nicht mehr entwenden. Stimmt, ich habe keinen Schlüssel mehr. Hallo. Ich kann sie jetzt immerhin nicht im Bad verstecken, weil ich im Bad bin. Ich weiß. Ich habe leider keinen Schlüssel mehr. Es war so klar, dass du jetzt vorbeikommst. Ja, das war 305, war die Rassel. Ich hoffe, er ist jetzt weit genug weg. Wenn ich ihm jetzt einfach hinterherlaufe, dann ist er nicht hinter mir. Besser doch nicht, wo ich hinlaufen muss. Aber hier halt nicht. Weiß einfach nur, ob ich das Zeug einfach nicht gefunden habe, dran vorbeigelaufen bin oder das nachher irgendwann spawnt. Kann alles beides sein. So, 300. Oder Stockwerk 3. Hier wird auch ein Fick das Spiel ist. Mhm. 305 hier lang. 106. 305. Die Rassel gefunden. So. Mein Freund, jetzt bleib schön weg. Sitzt halt in der Sackgasse, das ist ungünstig. Mhm. Das Loch in der Rassel. Ja, ich muss jetzt erst wieder zu Rose, damit ich das nutzen kann. Ich kann die ja nicht so nutzen. Ich muss erstmal mit dem Grammophon sprechen. Dazu muss ich ja zu dem Geist. Oh, in welchem Zimmer waren die nochmal? Wo waren die nochmal? 223. War das nicht 300? Nee, 223.
223, okay. Ich könnte schwören, es wäre 300 noch was, aber gut. Das war immerhin eine 3 drin. War eine 3 drin. Ja, eine 3 ist drin. Ja. So, oh, das Grammophon. Dann nehmen. Die Rassel. Achso, ich muss erst sagen: Rose, bist du da? Is it Rose? Yes. Who did the baby's rattle belong to? It was for the baby. I kept it in my bedside drawer. The Jimmy baby oder noch ein baby baby? I saw you in a room upstairs. It looked like you found someone in the bathroom. What happened? You said there was only one thing you could give Hugo. Does that have something to do with the baby's rattle? I thought having a child would solve everything. Ja, das hat immer funktioniert. Das ist keine Lösung. Hey, das hat immer funktioniert. Ich weiß ja auch nicht. Okay, nehmen wir mal, ich dachte, umzubringen, muss ich ihm eine Wahrheit sagen. Ja. Muss ich nicht das erst fertig machen oder ist das jetzt was anderes? Das Erdgeschoss wieder in der Fahrstuhl. Ich habe ja noch das Ding mit dem Badezimmer. Oder mache ich dann das Secret kaputt? Ich muss ihr die Rassel jetzt geben. Dann Erdgeschoss, so du wieder in den Fahrstuhl. Okay, dann machen wir das erst. Wenn nicht, können wir wieder zurück. Wir wissen ja, wo es ist. Jimmy, du bist aufdringlich. Das geht so nicht. Du bist viel zu anhänglich. Soll ich im Erdgeschoss wieder in den Fahrstuhl rein anscheinend? Oh. What the fuck? Oh, der hat Jimmy geschlagen. Ah, tut doch nicht. Oh, Digga, das geht doch echt nicht klar. Das kannst du doch echt nicht tun. Hat wahre Monster als Jimmy Zeta das alles ins Rollen gebracht. Und Jimmy hat keine richtige Hilfe gekriegt. Ist komplett eskaliert. Heb auf! Basement Store. Es ist auch schon cool, dass sie so Real-Life-Dinger da genutzt haben. Das ist schon irgendwie fancy. Oh, der gedrehte Spiel wie mit der Kamera. Das wird ja alles abgedreht. Ja, ja, geht ja. Das ist ja Real-Life. Das ist ja kein Model, kein nix. Das ist ja... Das blendet auch echt gut ineinander, das ist der Wahnsinn. Mhm. So, in Keller, in... Nein, du sollst dich einfach nur drehen. Nee, das ist die Treppe. In den Basement. Ach, ich muss ja den Schlüssel erst auswählen. Für Kellerraum ist doch hier. Den hätte ich jetzt gern genutzt. Der Keller, da ist die Geburtstagsurkunde. Kann ich nicht den Schlüssel damit? Im Kellerraum? Keine Antwort. Ja, du sollst dich drehen. Kann ich den damit benutzen? Das ist aber kein Kellerraum. Nö. Der Kellerraum? Ah. Ist der Raum? Das ist der Raum, okay. Er war etwas lost gerade. Also genau Jimmy erhalten.
Nein, nicht rausgehen, da war irgendwas hinter mir. Ah ne, das war die Tür hinter mir. Okay, und jetzt muss ich die Geburtsurkunde mit irgendwas. Aber hier ist auch noch irgendwas. So ist die Maschine. Der Gerät. Jetzt habe ich was gegen Jimmy in die Hand. Ich weiß, wann er geboren ist. Ich weiß, wann sein Geburtstag ist. Er kriegt keinen Kuchen von mir. Ich finde heraus, was für einen Kuchen er gar nicht leiden kann. Und den Kuchen kriegt er dann. Mit extra Rosinen drin. Ja, vielleicht mag er ja Rosinen nicht. Ich will herausfinden, was Jimmy nicht mag. Und dann kriegt er den Kuchen, den er gar nicht mag. Ja, vielleicht mag Jimmy aber keine Rosinen. Ja, aber es kann auch sein, dass er Rosinen mag. Deswegen muss er herausfinden, was er nicht mag. Kann auch Steine reintun. Bisschen Glas hat er ja auch bei dem Psychologen gemacht. Oder? Oder was bei Harvey? Wer die Glas... Nee, der Psychologe hat die Glasscherbe gegessen. Ja, der Psychiater. Der Psychiater. So, wir haben jetzt mal Frosty fragen. Is it Rose? Yes, I'm Rose. I heard a man shouting and a child crying. What happened? Hugo was a violent, evil, sick man. Nee, ich dachte, Hugo war die zweite Persönlichkeit. Hey, ist mich komplett verwirrt. I found Jimmy's birth certificate. It says Hugo Hall is Jimmy's real father. Ist Hugo sein Vater und er hat seinen Vater übernommen? Ist hier irgendwie Hugo am Start? Ist das... Okay, Hugo ist tatsächlich der Vater. Ist ja wiedergeboren worden in Jimmy. You said Jimmy is Hugo's Körperübernahme. Son. Does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? So weiß ich es nicht. Sie ist die Mutter, sie sollte das doch wissen. Oh, was für ein Mindfuck. Was ist da jetzt schiefgelaufen? Ich dachte, Hugo wäre die zweite Persönlichkeit. Der heißt ja auch Punching Hugo. Aber Hugo ist auch der Vater. Was ist das für ein abgefucktes Mindgame, was hier abgeht? Ist er jetzt auf irgendwie Körperwanderung? Will sein Vater jetzt seinen Sohn übernehmen? Weil der Vater, keine Ahnung. Ist Chucky die Mörderpuppe 2.0. When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with the baby's rattle? Ja, die zweite Persönlichkeit, der Clown. Ja, sie ist weggegangen. Ah, ich wollte ins Bad gehen. Nee, kann ich das Radio nicht nutzen. Ja, aber seine zweite Persönlichkeit ist doch Punching Hugo. Punching Hugo? Punching Hugo heißt doch. Warte mal. Ich habe mir das falsch gemerkt. Punching Hugo. Hugo Punch. Ja, du kannst ja noch punchen. Jimmy und Bart und Urkunde. Okay. Ich bin gerade komplett verwirrt. Is it Rose? When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with what you said about Jimmy's birth certificate? I admitted it all to Jimmy. Jimmy didn't remember Hugo. He blocked out memory. Ja, ich frage mich warum. Kann auch sein, dass er so klein war. Das ist so traurig auch. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist abgefuckt. Nein, du sollst da nicht ins Bad gehen. Du bist auch abgefuckt, Maya. Du hast sie nicht mehr. Du bist bekloppteste von allen.
Sorry. Nochmal gucken. Bist du da? Weil das auch seine Clown-Persona auch Hugo genannt hat. Das ist ja echt krass. Der hat ja da... Aber er war zwei, ja. Klar, dass das da gibt. Ernsthaft? Fick dich. Mit einem Kaktus am besten. Boah. Wieso war der jetzt da? Wenn niemand mehr, wo ich lang gehen muss. Komme ich nie raus. Okay, hier. Jetzt mal wieder in die 1. Mein Geistersprecher abholen. Ja, der Sohn hat ja Probleme wegen dem kranken Vater da. Ja, aber so wie der durchdreht, hat er auch schon vorher. Also der hat auch einiges. Ja gut, der kann ja einiges geerbt haben. Sowas ist ja auch erbbar. Gerade was so Psychopathie angeht, das ist erblich vererbbar. Also ist erblich vererbbar, genau. Das ist vererbbar. Alles, was so unter diese dissoziale Schiene passt. Aber es hat es halt nicht besser gemacht, dass er halt geschlagen wurde, dass halt der Psychiater irgendwie einen Schlagwort hatte. Die ganze Situation hier im Hotel mit seinem Stiefvater, das war nicht förderlich. Also auf jeden Fall nicht zum Guten förderlich, weil ich im Keller musste. Es waren alle mit der Situation überfordert. Wohin? Genau, muss ich in den Keller? Hier ist halt nicht so viel Platz. Nein, das kann ich nicht. Ja, das ist echt, das wäre so krank wie andere Personen, das geht gar nicht. Ah! Ja, gib's ihm! Der hat's verdient. Go, Rose, go! Gewalt ist nicht in Ordnung. Wolltest du mal gesagt haben. I saw you with a wooden bat, attacking someone. Who was it? Hugo. I buried him down there in concrete. Ah, die geht aber dann all in. Richtung und Terpentin. Ui, hat die sich angezündet? Oder wollte die das Hotel anzünden? Wir haben es irgendwie mit Feuer. Ey, das ist aber auch Psychopathie. Ist sehr eng verbunden auch mit Pyromanie. Deswegen, Feuer, kleine Tiere quälen, dann kleine Kinder quälen. Das ist so alles, was so die Schiene Psychopath fährt. So der Klassiker. Ganz, ganz simpel runtergebrochen. Does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? I had no choice. Jimmy had gone to find Hugo's grave. I was alone. I knew what I should do. Ey, verbrennt, das muss ja echt ein grausamer Tod sein, hey. Das ist bestimmt ein furchtbarer Tod. Muss ich selbst umbringen, warum so schmerzhaft mit Feuer, ja. Reine Verzweiflung und halt eine Affinität zu Feuer.
Ich glaube, er meinte draußen, zwischen den beiden Türen. Ich glaube, zwischen draußen musst du dich drehen. Oh, jetzt war Jimmy gerade da. Könntest du bitte einfach weitergehen? Oh, guck mal, er hört sogar auf mich. Ich warte noch kurz. Na, da hinten ist eine Sackgasse. Oder kam er, da ist da rechts eine Sackgasse. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja, die Rose, die tut mir furchtbar leid. Die ist irgendwie da zwischen Fronten geraten, in die sie nicht gehört. Ja, es ist auch ultra schwierig, aus sowas rauszukommen, wenn man halt wirklich in einer gewalttätigen Beziehung ist. Man kommt da so einfach nicht raus. Man wird so abhängig gemacht. What happened? If I hadn't done it myself, Jimmy would have. Or rather, Hugo would have. Hugo's still in charge. Even now, he's controlling Jimmy. Ask Jimmy to show you where Hugo lives. Also ein bisschen paranormal ist es schon dabei, wenn Hugo in Jimmy lebt. Das ist ja nicht normal. Das ist ja entweder haben die eine Psychose oder es ist irgendwie doch ein Geist. Gibt es eine Sache?